Leipziger Fernsehmesse im Kongresscenter Leipzig. Seit Montag können sich die Fernsehveranstalter der lokalen und regionalen Sender über die neueste Technik informieren, Geschäftsgespräche führen und neue Kontakte knüpfen. Besonderes Augenmerk liegt dieses Jahr auf Hybrid Broadcast Broadband Television, kurz HBB-TV oder Smart TV. Fernsehen, das sich erstmals jetzt auch mit dem Verbreitungsweg Internet verbreiten lässt. Und das gibt natürlich eine ganze Menge neue Chancen, die jeder wahrscheinlich auch schon kennt aus der normalen Internetnutzung. Nur mit dem Unterschied, dass diese Internetnutzung jetzt auch am Fernseher stattfinden kann. Für den Kunden bedeutet das schnelle und detaillierte Informationen auf Knopfdruck. Vier Fernsehsender haben sich für die Realisierung zusammengeschlossen. InfoTV Leipzig, Sachsenfernsehen, ARS Kabeljournal und IMM. Das Projekt befindet sich noch in den Kinderschuhen, soll jedoch durch konsequente Kundennähe schon bald der neue Standard sein. Gefördert wird es von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien.